Hallo und herzlich willkommen bei den Sport 1 News, meine Damen und Herren. Wir versorgen Sie täglich mit allen Informationen aus der Welt des Sports, egal ob im TV, online oder über Smartphone. Und wir legen direkt los mit unserem Nachrichtenüberblick, der Newsflash. Watzke attackiert Hoffenheim. Die Bundesliga brauche Hoffenheim nicht zwingend, erklärte Hans-Joachim Watzke im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Düsseldorf. Man könne in der Liga nicht noch mehr Vereine mit 25.000 Zuschauern und 500 Auswärtsfans vertragen, so der BVB-Geschäftsführer. Heinkes lässt Robben ran. Der Niederländer steht vor seinem Comeback in der Startelf des Rekordmeisters. Arjen Robben werde die nächsten beiden Spiele höchstwahrscheinlich spielen. Das erklärte der Bayern-Trainer nach dem Sieg gegen Arsenal. Gleichzeitig lobte Heinkes aber auch die Leistung von Robben-Konkurrent Thomas Müller. Er imponiere ihm derzeit unglaublich. Der Junge mache ihm momentan richtig Spaß, sagte Heinkes. Adler fliegt wieder. Der Torhüter des Hamburger SV ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Zuletzt hatte der 28-Jährige beim 1:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach aufgrund einer Bauchmuskelzerrung pausieren müssen. Schmadtke kämpft um Rausch. Er habe noch Hoffnung, dass der Linksfuß gehalten werden könne, erklärte der Sportdirektor von Hannover 96 der Sportbild. Konstantin Rausch könnte am Saisonende ablösefrei wechseln und wurde zuletzt unter anderem mit Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Das war der Nachrichtenüberblick und weiter geht es mit diesem Thema. Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Mike Büskens getrennt. Büskens war seit Dezember 2009 Trainer der Franken und hatte den Klub im letzten Jahr zum ersten Mal in die Bundesliga geführt. Im Oberhaus konnte sich der Klub allerdings bis jetzt nicht durchsetzen. Aus 22 Spielen gab es für die Fürther nur 2 Siege. 12 Punkte und 13 Tore bedeuten jeweils den schlechtesten Wert der Liga, Platz 18. Die Entlassung von Mike Büskens scheint die letzte Option im Kampf um den Klassenerhalt zu sein. Der Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt schon 14 Punkte. Auf den Relegationsplatz 16 sind es immerhin nur 4. Wer am Sonntag gegen Bayer Leverkusen auf der Bank des Aufsteigers sitzen wird, steht noch nicht fest. Alle weiteren News und Informationen erhalten Sie natürlich auf unserer Homepage sport1.de oder auf Facebook unter www.facebook.de/sport1news. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis bald.